Halt! Bevor du dir dieses Video anschaust, möchte ich haben, dass du oben rechts auf das i klickst und deinen Schätzwert für die überlebenden Jedi der Order 66 abgibst. Viel Spaß! Eine der eindrucksvollsten Szenen in allen Star Wars Episoden ist auf jeden Fall die Ausführung der Order 66, bei der einfach unzählige Jedi ihr Leben ließen. Aber es gibt auch Jedi und solche, die es einmal waren, welche dieses Massaker überlebten, und über die wird dieses Video handeln. By the way, die offensichtlichen wie Yoda, Obi-Wan, Ahsoka, Kanan, aber auch Anakin, welcher halt zu Darth Vader wurde, werden mal außen vor gelassen. Und wir beginnen mal mit Quinlan Voss. Dieser saß auf Kashyyyk in einem Panzer, als die Order 66 ausgerufen wurde. Schwer verletzt konnte er sich aus dem zerstörten Fahrzeug retten und versteckte sich im Dschungel, wo ihn Commander Fey und andere Klonsoldaten suchten. Bei einem Kampf mit Fey, welchen er gewann, konnte er auch seinen eigenen Tod vortäuschen und so Kashyyyk verlassen. Die Padawane Zonda, Ikria und Drake Logan wurden über dem Bildschirm Zeugen der Exekution von Isla Secura. Sie schafften es, den Funkspruch der Order 66 zu entschlüsseln und verbarrikadierten sich in einem Bunker. Empato Yayos Brand wurde bei der Order 66 schwer verletzt und deswegen für tot gehalten, jedoch überlebte er. Es ist nicht bekannt, wo sich A. Sherrod Head zum Zeitpunkt der Order 66 aufhielt, man weiß nur, dass er dann in seine Heimat auf Tatooine zurückkehrte und dann später zum Sith Lord Darth Cryde wurde. Ikrit lag zu diesem Zeitpunkt auf Yavin 4 in einer schon fast 400 Jahre andauernden Trance. Felon Grey gelang es, nach Dantooine zu fliehen, wurde später allerdings von X-1 aufgespürt und getötet. Der Miraluka Jarek entging der Tötung, weil er sich dem Imperium anschloss. K'Kru versteckte sich zusammen mit einem Padawan so lange in einem geheimen Tempel, bis die Suche nach Überlebenden vorbei war. Phytor-Ana versteckte sich in den unteren Ebenen von Coruscant und nahm ebenfalls vom Imperium Verfolgte bei sich auf. Später schloss sie sich mit Ferrus Olin zusammen und unterstützte die aufkommende Rebellion. Eku Shen Jon überlebte, da er noch vor dem Kriegsende ins Exil nach Krunt ging. Vima Daboda tauchte in Nar Shaddaa unter. Er hatte seine Machtkräfte schon vorher fast verloren und war daher in der Macht kaum wahrzunehmen. Auf New Plympto in einem Wald wurde dort von den eingeborenen Nosaurianern aufgenommen, welche ehemalige Gegner der Republik waren. Kai Hodora und der Padawan Neuranar konnten lebend von dem Schneeplaneten Tula entkommen und reisten nach Coruscant. Als sie dort die Ausmaße der Jedi-Säuberung sahen, nahm Hodora Neura ihr Lichtschwert ab und schickte sie fort, damit sie ihr neues Leben beginnen kann. Tolmer überlebte, da es sich auf Nar Shaddaa aufhielt, wo keine Klontruppen stationiert waren. Shaak-Ti half vielen Jedi und Padawanen bei der Flucht und floh schließlich selbst nach Felucia, wo sie 17 Jahre lang lebte, bis sie in ihrer Niederlage gegen Galen Merrick in einen Sarlacc fiel. Der Hutten-Jedi Beldorion war zur Zeit der Order 66 auf Nam Joris, wo keine Klone stationiert waren. Kai Justice überlebte das Massaker und tauchte auf Gargi unter. Olee Starstone überlebte die Säuberung zusammen mit den Meistern Roel Sharin und Bol Shakdar, welche jedoch kurze Zeit später von Darth Vader hingerichtet wurden. Olee tat sich mit Chewbacca zusammen und flüchtete zusammen mit 4 Padawanen. Klossi Anos Meister opferte sich für ihn und wurde dann später ebenfalls von Olee gerettet. Rai Gaul befand sich zur Zeit der Order 66 auf einer Mission am äußeren Rand und als er nach Coruscant zurückkehrte, schloss er sich Ferrus Olins Gruppe an. Fosh Fergare galt schon seit längerem als vermisst. Er kehrte erst 50 Jahre später mit den Yuuzhan Vong in die bekannte Galaxis zurück. Barden Chusik trat noch vor Kriegsende aus dem Orden aus und schloss sich den Mandalorianern an. Alegan Sey wurde durch den loyalen Klon Alpha Arc A26 nach Mandalore gebracht und überlebte dort die Order 66. Ram Kota hielt die Klonkrieger noch nicht für einsatzbereit und kämpfte daher nur mit seiner eigenen Miliz. Maris Brutt befand sich mit ihrer Meisterin am äußeren Rand, wo sie nichts von der Ausrottung der Jedi mitbekommen haben. Als sich ihre Meisterin zum Jedi-Tempel aufmachte, um nachzusehen, was passiert war, kehrte sie nicht mehr zurück. Maris hingegen traf auf die Jedi-Meisterin Shaak-Ti, welche sie auf Felucia mitnahm und als Schülerin ausbildete. Kento Merrick lebte schon vor den Klonkriegen auf Kashyyyk, wo er auch die Order 66 überlebte, wurde später allerdings von Darth Vader hingerichtet. Kazdan Paratus floh vom Jedi-Tempel, als die 501. Legion in den Tempel eindrang. 2 Jahre vor der Schlacht um Yavin wurde er von Galen Merrick getötet. Tasselda überlebte die Order auf Nam Joris. Die kaminoianische Jedi Kina Ha überlebte die Säuberung unter bisher ungeklärten Umständen. Glowen Chule tauchte auf Gel Gea unter.
Valen Draco wurde zu einem Inquisitor Perpetins. Denia überlebte als Gefangene von Dragma Jiram Mion. Antinis Tremaine verfiel der dunklen Seite und wurde ebenfalls zu einem Inquisitor. Vin Jorlar und sein Padawan überlebten auf Ryloth. Callista Ming und Gaeth Aerys überlebten, starben aber bei der Sabotage von Perpetins Auge ein Jahr später. Der Jedi-Meister Hylon und sein Padawan Dendro entgingen den Tötungen und schlossen sich dem Widerstand von Hylons Volk an. Baegor Sadets außergewöhnlich guter Umgang mit seinem Lichtschwert rettete ihn mehrmals sein Leben und konnte so die Angriffe überleben. Meister Sao war nicht unmittelbar in das Geschehen der Klonkriege verwickelt, so hatten es die Klone auch nicht auf ihn abgesehen. Qui-Maul wurde zu einem dunklen Jedi ausgebildet, als er Jahre nach der Order 66 vom Imperium gefangen genommen wurde. Jack Spaven konnte während der Operation Nightfall aus dem Jedi-Tempel entkommen. Rike Moon wurde schon vorher aus dem Jedi-Tempel verbannt und schloss sich dem Imperium an. Lenik Itkla überlebte auf Alderaan. Yambelu und Namproof wurden auf dem Weg von Bondan nach Coruscant von Klonen angegriffen. Sie überlebten jedoch und schlossen sich auch Olys Starstone an. Aura Singh war zum Zeitpunkt der Order 66 keine Jedi mehr und wurde daher auch nicht mehr verfolgt. Darren Nullal entkam auf Dalaran gemeinsam mit Ivo Kilka und Siadem Forte. Rachi Sidra, Trakka Judai und Rune schlossen sich der Rebellion an. Shadi Potkin, Sia Lan Ves, Pultar Swam Tsui Choi, Kofi Arana, Justus Farr, Makis Shalas und Rubilo Dachte flohen nach Kessel, wurden dort jedoch allesamt von Darth Vader ermordet. Zudem gelten 26 weitere Jedi als vermisst. Der Order 66 fielen 99% aller Jedi zum Opfer. Dennoch überlebten über 100 Jedi dieses grausame Massaker. Viele von diesen wurden allerdings darauf bei der großen Jedi-Säuberung unter Darth Vaders Führung hingerichtet. Auf jeden Fall könnt ihr mir mal sagen, was ihr so von der Order 66 haltet. Also von der Filmszene. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut und dieses Video bewerten würdet. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.